Hallo Campingfreunde und alle, die es noch werden wollen. Wir begrüßen euch wieder ganz herzlich auf unserem Kanal. Ja, wir sind hier im Urlaub und zwar machen wir ein paar Tage frei mit unserem Sprinter. Wir sind hier in einem Ort oder bei einem Ort, der heißt Tilleda. Das ist bei Kelbra, Kyffhäuser, wird euch vielleicht was sagen. Ja, und wir sind gestern bereits angekommen und ein paar Bilder von der Fahrt zeigen wir euch noch. Und als wir hier ankamen, haben wir uns noch richtig festgerammelt mit dem Sprinter. Wir wissen noch nicht, wie wir hier wieder wegkommen. Ja, und die Bilder kommen jetzt erstmal. Mika hat unterwegs ins Auto gekotzt, also es war richtig spannend, unsere Fahrt. Und wenn es euch interessiert, dann bleibt dran und bis gleich. Heute, das geht überhaupt nicht. Ich muss das Lenkrad nach rechts halten die ganze Zeit, damit wir hier nicht von der Straße geweht werden. Wahnsinn heute. Haben wir natürlich wieder das schönste Wetter erwischt. Einfach hin, ja. Die Binde hoch immer. Ja, das hast du gemacht. Bein hoch und du hast dich einfach fallen lassen. So, wir sind gerade in Staßfurt. Hier kamen früher die Fernseher her in der DDR. Ja, und Frank, falls du das siehst, ich grüße dich. Links abbiegen auf neue Straße. Geht nicht, ist Einbahnstraße. Mika, du kannst ja nichts dafür. Nee, Mäuschen. So, Miki hat uns gerade das Auto vollgekotzt. Das waren hier so ein bisschen Serpentin. Links, rechts, links, rechts. Und jetzt. Claudia hat nicht schnell genug die Tüte rausgeholt. Na, da müssen wir gleich schon mal ein paar offene Tüten jetzt hinlegen. Ja, Miki. So, jetzt ist alles raus, Rosinante. Scheiße. So, wir stehen jetzt hier in einem kleinen Ort in der Nähe von Hettstedt und ja, Mika hat uns, wie gesagt, das ganze Auto vollgekotzt. Wir haben jetzt gerade wieder sauber gemacht. Also ich habe sauber gemacht, Claudi hat den Hund noch ein bisschen ausgeführt, aber wir können das auch beide, wir sind da ja eigentlich hart im Leben. Ja, so sieht es jetzt wieder aus hier. Halbwegs wieder ordentlich. Claudis Tasche, die hat hier auch ein bisschen was abgekriegt, die musste ich erstmal unter dem Wasserhahn auswaschen. Naja. Und unser Mülleimer ist denn schon halb voll jetzt hier mit. Egal. So, wir fahren jetzt noch weiter. Eigentlich wollten wir jetzt einen Happen essen irgendwo. Mal gucken, vielleicht finden wir noch eine schöne Stelle, wo wir jetzt gleich anhalten. Ja, nachdem wir jetzt die Hälfte der Strecke geschafft haben, können wir auch was essen. So, ich versuche jetzt hier nicht in unsere Toilette einzubrechen, sondern die Kiste, die ja hinter der Tür steht, die hat sich so hingeschoben während der Fahrt. Ja, wir kommen nicht an unser Essen ran. Schön. Dass die Tür nicht mehr aufgeht. Das ist Camper. Hier bleibt und lebt. Das ist, ey, von ich sehe ja die Kiste. Wir bräuchten jetzt irgendwas Stabileres. Ich glaube, das ist hier der Kron hier, den breche ich, glaube ich, gleich ab. Und Mika. Mika zieht. Wenn ich da unten so um der Ecke kommen würde. Geht aber auch geht nicht vor, geht nicht zurück. Das Fenster einbrechen? Nee, kann man auch nicht drin. Nee, wir müssen die Kiste zur Seite schieben. Ja. Scheiß blöde Kiste. Ich lief ihn. Reicht, hat sie reicht? Nee, noch nicht ernst. Das sind das unsere so Urlaubsfahrten, das ist eindeutig. Naja, aber guck mal, kann
ein kleiner Mensch noch mit umrühren. So, das ist die Kiste gewesen, die hier ein bisschen verrutscht ist. Ich meine, kann ja nicht passieren, sie ist ja in dem Raum hier drin, aber wir hätten sie vielleicht doch nochmal sichern können müssen. Also es ist links und rechts, jede Seite bloß 10 cm Luft. Nach hier kann sie auch nicht runter. Ah ja, und die hat jetzt gegen unsere Schiebetür hier gedrückt, ja. Aber jetzt kommen wir wieder rein. Wir kommen endlich an unser Essen ran. Mama, holt ihr was? Ja, guck mal, Frauchen hat. Ja, schon cool, wenn der Hund hier von hier unten bis aufs Bett hochspringt. Wer ist ein lieber Hund und gibt Pfötchen? Pfötchen, so ist fein. Jetzt muss Mama dir noch was geben. Vor der Holzscheune nach rechts. Wir sind vor der Holzscheune. Ja, wirklich? Hier rein. Vor der Holzscheune nach rechts. Gartenstraße. Okay, das ist die Holzscheune. Genau, das ist richtig. Und jetzt kommen drei konkave Bodendellen. Nach der dritten. So, das war an der Holzscheune rechts und jetzt sagt Claudi, kommen drei konkave Bodenwellen. Hat nicht uns, konvex, sondern nicht konkav. Konvex, sondern konkav, wurde uns vom Vermieter hier geschrieben. Das ist eine richtig niedliche Wegbeschreibung. So, dann gucken wir mal. Müssen wir weiter geradeaus fahren, Schatz? Ja, erst nach der dritten Bodenwelle geht es rechts weg. Okay, was ist denn hier geradeaus? Das hier geradeaus? Der andere Weg ist zu schlecht, den nehmen wir nicht. Nehmen wir den. Ah ja, hat er ja gesagt, Durchfahrt nur für Anlieger frei. Wir sind ja Anlieger, wir haben ein Anlieger. Hier steht Landwirtschaft und Flussverkehr frei, steht ja auch nicht. Ah, guck mal, Bodenwellen. Das ist eine Bodenwelle? Die geht aber nur unten. Ja, was ist denn konvex? Nee, konkav. Oh, Miki, das war aber lustig, wa? Bist wieder wach geworden, Mäuschen, wa? Hier kommt die zweite Bodenwelle. Mal beachte, zweite Bodenwelle. Da sollte man vielleicht auch mal dran vorbeifahren. Aua, 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 aua. Sind wir noch richtig, Schatz? Ja, nach der dritten Bodenwelle rechts den Weg. Der ist medium, der Weg. Aber nur die 50 Meter? Erst 50 Meter und dann wird es besser. Okay. Da hoch. Festhalten. Noch nicht oben. Hat der Kinder gesagt, das ist einfach. Der Kinder gesagt, wie lang 50 Meter sind. Ja, deswegen hat er gesagt, alle Randlöcher.
verstehe ich, wie René Krea sich gefühlt hat hier mit seinen Bergen. Und da ist das ja noch harmlos dagegen hier wahrscheinlich. So, gleich haben wir es geschafft, gleich sind wir oben gekommen. Jetzt sind wir gleich oben. Wo ist denn eigentlich Schluss? Wo müssen wir hin? Demi, die kann nicht erschüttern. Schläft. Papa hat zu tun. Ja, es war schon eine ganz schöne Herausforderung hier. Ich denke mal, die Aussicht wird uns gleich ordentlich belohnen. Kann man nicht vorher umkippen? Nee, alles ey, hör auf. Hier. So, nach mehreren Stunden haben wir es jetzt endlich geschafft. War eine ganz schöne Strecke jetzt hier über die Feld- und Wiesen- und Waldwege. Dafür sieht es aber hier richtig cool aus. Niki, alles gut oder musst du schon wieder brechen? Du bist der LKW-Fahrer. Ja, hier ist es ziemlich schräg, weil ich weiß nicht, ob wir da uns gerade hinstellen können. Ja? Na, oder mit dem Hintern nach ins Tal. Oh, guck mal, das ist Schaufel. Oh, das ist schön hier. Oh, Schatz, ist das schön. Ja. Oder? Das ist schön. Wenn wir jetzt noch schöneres Wetter hätten. Wenn man hier zu weit fährt, dann ist scheiße. Quatsch, wirklich? Ja. Man unterschätzt das die Fälle nach da. Guck mal, Händchen drüben, was ist los? Dass das Rad nicht greift, verstehe ich nicht. Scheiße. Fängt ja schon gut an. Ja, hier stand bestimmt gestern aufs Wasser, wisst ihr? Meinst du? Stein unterpackt. Geht aber ein bisschen weg denn. Ja, ja. Kommst du jetzt vor? Wo sind der Stein eigentlich hin, den ich drunter gepackt hatte? Na, den hast du jetzt untergebuddelt. Ich weiß nicht, ob ich da rumkomme. Weil auf dem Rasen sind wir hier, sind ich ja auch. Doch lieber dahin, obwohl da stehen wir nicht schön. Ja, wie kommst du jetzt aber denn hier raus? Ja, ich will nicht zu weit nach unten, dann komme ich auch nicht mehr hoch. Nee. Brauchst du noch mehr Steine? Ja, wenn ein Rad greift, ist ja schon gut. Nee, jetzt ist glaube ich das andere. Jetzt sind keine Steine mehr da. Mika, mach mal Sitz. Warte mal! Komm mal her, probier noch mal.
Warte, wir sind gleich. Papa ist gleich fertig. Dann kannst du rumrennen, ja, Mausilein? Kannst gleich rennen. Ist die ganze Wiese für dich allein. Ja, guck mal. So, es kann nur noch besser werden, nachdem wir uns jetzt hier festgerammelt haben und noch nicht wissen, wie wir am Freitag hier wieder wegkommen. Weil jetzt haben wir zumindest erstmal geschafft, dass die Räder nicht mehr so tief eingesunken sind beim Reinbuddeln in die Erde, sondern dass wir ein paar Steine drunter gepackt haben und die Räder stehen jetzt auf diesen Steinen drauf. Das ist schon mal Vorteil. Aber wir müssen ja noch ein Stückchen Weg hoch und das wird natürlich dann richtig schwierig. Ja, wird lustig. Notfalls müssen wir hier bleiben. Ist ja eigentlich schön hier. Vicky, schmeckt's? So, Schalter. Ach nee, halt, ich muss hier erstmal anmachen. So. Okay. So, ich muss die Uhr aufschlagen. Kaffee ist fertig. Nein. Ah, du bist gut. Thank you.
noch nicht so dolle. Steine drunter. Wenn wir noch Steine brauchen, dann wissen wir, wo welche sind. So, wir mussten uns jetzt leider nach innen verziehen, weil draußen regnet. So, und wir haben jetzt hier gerade den Armbrutstisch vorbereitet. Claudi kocht uns noch eine leckere Gulaschsuppe. Ja, Mika ist fix und fertig, die schläft. So, wir haben hier lecker Tomaten, ein Bruschetta-Brot. Ja, dann gibt es noch eine Gulaschsuppe dazu. Mal gucken, ob Claudi klarkommt mit dem Herz, sonst werde ich ihr gleich noch helfen. Und dann kann es ruhig draußen regnen. Ja, und das, was ihr da gerade gesehen habt, das ist die Standheizung. Die haben wir jetzt fest eingebaut, das Abgasrohr nach außen. Und haben auch einen Sensor vorne, der notfalls meldet wegen Kohlenmonoxid und Kohlendioxid. Und ja, das ist jetzt richtig schön, dass es an Füßen warm wird. Die Standheizung hatten wir ja hier im Sprinter schon drin, aber die ist seit Jahren kaputt gewesen. Da sind wir irgendwann mal aufgesetzt und ich denke mal, das hat das Ding zerrammelt. Ja, und jetzt hier im Fußbereich wird es richtig schön warm. Genial. Guck mal, wie kindiges Krähenhaus hier. Ich weiß nicht, ob man es hört, aber es regnet immer noch. Lecker. Aber du liebst das doch, oder? Hier drinnen sitzen. Genau. Drinnen sitzen, schön lecker Armut essen und draußen prasselt es aufs Dach. Der zuckt bloß immer wieder ein bisschen hoch, wenn so Sturmböen sind. Dann wackelt nämlich das Solarpanel, was wir draußen noch dran haben. Ja, und unsere Stühle sind draußen gerade durch die Gegend geflogen. Na ja, stellen wir sie dann wieder hin. Na Schatz, schmeckt's? Weiß nicht, schmeckt nicht. So, das ist meine Scheibe Brot, so für den kleinen Hunger zwischendurch. Siehst du, auch mal was abhaben. Auf das Brett. Mein lieber Scholli. Genau. Dann müssen wir bloß noch den Toaster noch mal anschmeißen. Dann müssen wir rausgehen, um den Toaster von hinten noch zu holen. Nee, wir gehen jetzt nicht noch mal raus hier. Wird jetzt hier so hier sein. Das erstmal warm machen, erstmal Heizung anmachen. Miki, jetzt wird's gleich warm. Jetzt wird's gleich warm. So, Standheizung angeschmissen und jetzt wird es gleich warm hier. Bleibst du hier? Ja, Miki.
Mika hat ganz tolle Angst irgendwie, dass wir sie hier allein lassen. Die ist ständig am Hinterherrennen bei uns. Und so wie wir hier in den Sprinter wieder reingehen, versucht sie auch sofort ins Bett zu kommen, damit wir bloß nicht abholen. Hier hat auch Frühstück, ja? So, die erste Nacht haben wir hinter uns hier auf dieser Streuobstwiese bei Tille da. Und das ist auch ein total netter Vermieter, der uns das hier zur Verfügung gestellt hat. Vom Preislichen her ist es total günstig. Also wir stehen hier für 10 Euro pro Nacht. Allerdings müssen wir komplett autark sein. Also wir haben Strom, Wasser, Toilette, Kochmöglichkeit, alles dabei, weil hier weiter wirklich nichts ist. Und ja, und jetzt wollen wir mal hier ein bisschen die Gegend erkunden, nachdem wir die erste Nacht hier übernachtet haben. Haben eigentlich gut geschlafen. Es war sehr ruhig, es war sehr dunkel. Kennt man gar nicht, wenn man in einer Stadt wohnt. Ja. Und jetzt wollen wir mal gucken, eventuell zum Kiffhäuser-Denkmal rüber. Aber da weiß ich noch nicht genau, das ist ein 2,5 Stunden Wanderweg. Und das Wetter ist jetzt noch sehr schön, aber sie haben eigentlich ganz bescheidenes Wetter angesagt. Ganzen Tag eigentlich Regen und gut, wir schauen mal. Bis später. Hast du das gesehen? Was hab ich gesehen? Ich habe ihr nur gezeigt, wo wir hingehen. Ja, ja. Intelligenter Hund, ja. Der Beste. Wir haben immer die besten Hunde. Ja. Hier liegt jetzt ganz viel Schotter, falls wir da oben nicht wieder rauskommen aus unserer Versenkung, wo wir uns festgefahren haben. Dann müssen wir hier ein paar Eimer Schotter holen und dann können wir da vielleicht wieder rauskommen. Es wäre natürlich langweilig, auf irgendwelchen ausgetretenen Wegen zu gehen. Und deswegen gehen wir, da ist ein Weg, okay. Ich wollte gerade sagen, deswegen gehen wir querfeldein. Ja, machen wir sowieso gerne. Ah, sieht so aus, als ob wir hier einen Ort runterkommen. Ja, Tille da und Umgebung, hier Kelbra, das ist irgendwie ganz bekannt für die Kirschblüte, weil hier ringsrum ganz viele Streuobstwiesen sind und ist so ein Touristenmagnet zur Kirschblüte. Und hier im Ort gibt es irgendwie ein Kirschcafé und Kirsch bla 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 und Kirsch sowieso, keine Ahnung. Das ist jedenfalls hier ganz bekannt dafür. Mika, wie siehst du denn aus? Mika hat sich in irgendwas gewälzt. Mika sieht aus wie ein Straßenköter. Jetzt wird Mika sauber gemacht. Das ist scheiße. Das ist scheiße. Das riecht wie scheiße. Das sieht aus wie scheiße. Eve, ey, ich will die nicht. Maus, du sollst dich waschen und nicht noch dreckiger werden. Hier, guck, jetzt wird sie sauber. Ja, fein, fein. Oh.
Oh, so ein sauberes Mädchen. Fein. Oh, schön. Was zu essen und zu trinken. Wir sitzen jetzt hier in Tilleda im, wie heißt das, Kirschkaffee. Kirschkaffee. Gibt's Essen und Trinken und Kuchen und Eis. Das ist auch die einzige Gaststätte hier im Ort, soweit wir das mitgekriegt haben. Mit Kirschen. Sehr lecker gegessen. Also ist absolut zu empfehlen hier. Wie gesagt, ist die einzige Gaststätte hier in der Nähe. Und ich hatte hier Schweinefleisch mit lecker Kirschen und Köstritzer Schwarzbier. War super, super lecker. Haben uns auch noch richtig schön mit dem Gastwirt hier unterhalten. Aber richtig schön. Hat Spaß gemacht. Kann man absolut empfehlen. So, wenn ich irgendwas finde im Internet darüber, blende ich es euch mal noch ein. Der Gastwirt hatte eben nur gesagt, ja, empfehlen Sie uns nicht weiter, kommen ja noch mehr Leute, müssen wir noch mehr arbeiten. Der war gut drauf. Plus Mika mochte das die ganze Zeit nicht, die hat die ganze Zeit geknurrt. Also gerade wenn die Kellnerin kam, oder die Chefin, keine Ahnung, dann hat sie die ganze Zeit sie angeknurrt. Ja, aber war sehr lecker hier. Ich weiß ja nicht, ob ich was Falsches gesagt habe. Hier sind noch zwei Gaststätten, aber die sehen beide geschlossen aus. Kann mich aber auch täuschen, aber zumindest bei Google Maps hat er bloß die eine angezeigt, wo wir jetzt zum Essen waren. Das ist ein schöner, ruhiger Ort. Schöne kleine Häuschen im Südharz gelegen. Wir sind ja jetzt direkt hier an der Grenze zu Thüringen. Also ich glaube hier hinter dem Höhenzug, der hinter der Kirche jetzt ist, da geht Thüringen los. Jo, hier sind wir gestern hochgebrettert mit unserem Sprinter. Das hat komischerweise gut geklappt. Und da, denn wo Gras war, ging es nicht mehr. Na gut, hier ist die Erde natürlich schön verdichtet. Kommt man natürlich leichter hoch. Ach ja, draußen regnet es. Nicht so das schönste Wetter. Wir haben zwar jetzt noch den Pavillon aufgebaut, damit wir uns da drunter setzen können, nachher zum Kaffee trinken. Ja, aber ansonsten, zum Glück hat man die Standheizung jetzt schön anmachen können. Ja, haben wir hier drunter bestimmt 20 Grad jetzt und draußen sind es, glaube ich, weiß nicht, 10 oder so. Ist ja nicht dolle kalt, aber ja, der Regen nervt. Mika hat auch gerade schön geschlafen und ich faule jetzt hier auch gerade so richtig ab. Ja, Donnerstagmorgen, es ist ganz schön kalt geworden, es waren heute Nacht glaube ich 6-7 Grad und gut, dass wir die Standheizung dabei haben, funktioniert doch einwandfrei, ich die gerade noch eingebaut habe. Ja, jetzt gehe ich mit Miki hier mal eine kleine Runde. Ja, vorhin war es sehr stürmisch. Wir hatten ja den Pavillon aufgebaut. Und da ist die eine Seitenwand jetzt raus. Da haben sich die Halterungen gelöst. Und das Solarpanel ist vom Dach geflogen. Ja, hab gedacht, das hält so. Jeden Morgen das allmorgendliche Ritual. Wir müssen jetzt erstmal das Bett wieder zurückbauen und dann gibt's Frühstück.
Ja, mit frischem Kaffee und schön getoasteten Brötchen ist die Welt schon wieder fast in Ordnung. Aber nur fast. Aber nur fast, sagt Claudi. Ich habe ein Problem und zwar, ich weiß nicht, ob man es sehen kann, ich habe eine ganz dicke Hand. Hat mich gestern eine Kriebelmücke gestochen. Hier oben sieht man es so ein bisschen, neben Pips. Und die Hand schwillt jetzt immer weiter an. Ja, sieht eklig aus, sieht aber auch wieder weg. Hatte sowas schon öfter. Habe aber leider nicht richtig was dabei. Also ich habe ein bisschen Antiallergikum genommen und habe eine Schmerztablette genommen. Und eigentlich müsste es aber jetzt die ganze Zeit gekühlt werden. Ja, wettermäßig, wenn man rausguckt, es regnet, es ist windig. Die haben heute Gewitter und Sturmböen angegeben. Also wir überlegen jetzt ernsthaft, ob wir versuchen, hier mit dem Auto wieder rauszukommen. Und heute schon wieder zurückreisen. Morgen werden wir sowieso abfahren. Und ja, in Anbetracht der Umstände ist das vielleicht sinnvoll. Wir werden jetzt erstmal noch schön frühstücken. So, hallo, jetzt verbrennt mir mein Toast hier. Ja, wie geht das hier auf? Achso. So. Und ja, wir werden jetzt schön frühstücken, werden vielleicht noch mal eine kleine Runde drehen. Und gucken dann mal, ob wir hier irgendwie wieder rauskommen. Ja, und dann geht es wahrscheinlich wieder Richtung Heimat, weil mit dem fetten Furunkel hier. Es muss behandelt werden. Definitiv. Und nicht, dass du hier noch irgendwie eine Blutvergiftung oder irgendwas kriegst. Also es ist mir zu heikel hier auf der Wiese, weit weg von allem. Miki, was sagst du dazu? Was sagst du zu meiner dicken Hand? Jo. Naja. Letztes Jahr, weißt du noch, vom AWG-See, wo wir früher los mussten, weil ich... Ja, letztes Jahr musste Claudi eher los vom AWG-See. Irgendwie ist bei uns immer was drin. Immer der Wurm drin, ja, Miki? Wir probieren erstmal den leichten Luftnotfalls ab. So, nach einer Stunde hin und her und Luft ablassen und wieder Brettchen und Steine drunter packen, sind wir hochgekommen. Und hier oben auf der Böschung sind wir weggerutscht. Und dann habe ich noch zweimal versucht, wieder auf den Weg zu kommen. Hilft nicht. Wir stehen so schräg auf der Böschung, dass ich Angst habe, dass er umkippt. Und deswegen machen wir jetzt auch nicht weiter an der Stelle. Sondern wir haben jetzt unserem Vermieter hier Bescheid gesagt, der versucht, einen Traktor zu organisieren, sodass wir dann hier mit dem Traktor wieder rausgehoben werden. Scheiße. Ja, man denkt ja eigentlich, wie kompliziert das ist hier mit so ein bisschen Schlamm und ein bisschen, also Regen. Ja, ist ja eigentlich bloß nasse Erde, ist ja nicht mal richtig Schlamm. Reicht voll aus. Also an der Stelle müssen wir jetzt erstmal warten. So, gut, zieh mal lang nach Schlamm. Ja.
So, wir haben es geschafft. Wir sitzen wieder im Auto. Es regnet draußen wie wild. Ich hätte nicht gedacht, dass der kleine Geländewagen uns hier rausziehen würde. Hatte auch Angst, dass wir immer weiter die Böschung runterrutschen. Ja, war natürlich ein Abenteuer. Unser Vermieter ist super nett gewesen. Das ist der Kai gewesen, eben, der mit seinem Sohn hier war. Und der Günther, der uns rausgezogen hat, natürlich auch. Ich habe beiden noch ein bisschen was in der Hand gedrückt. Und wir sind so heilfroh, dass wir hier raus sind. Jetzt müssen wir bloß noch die Hügelkuppe hier hochkommen. Es regnet. Wird auch noch mal lustig. Aber der Günther hat gesagt, er fährt hinter uns her. Ja, Mika ist total geschafft. Claudia ist geschafft. Wir sind alle geschafft und jetzt geht's aber wieder nach Hause und ja, meine Hand verarzten und dann gucken wir mal. Okay, das soll's für heute wieder gewesen sein und tschüss und ciao, bis zum nächsten Mal, sagt euer Camper Marco. Claudi. Und Mika. Außer Betrieb. Klappt der auch wohl wunderbar. Wir müssen natürlich jetzt erstmal noch Luft aufpumpen, weil der steht natürlich ganz schön flach. Wir sind jetzt bloß mit 50 ungefähr gefahren. Ja, und die erste Säule ist jetzt hier außer Betrieb. Können wir natürlich vergessen. Ja, wir mussten jetzt ungefähr 25 Kilometer oder 30 Kilometer ungefähr fahren von Tilleda und weil die erste Tankstelle, wo wir angefahren sind, kurz vor Sangerhausen, da ging die Luft nicht. Ja, jetzt sind wir weitergefahren, sind nochmal 18 Kilometer gefahren. Ja, immer schön langsam mit 50, 60, weil die anderen haben sich dann hinter uns schon aufgeregt. Aber war mir auch egal. Und jetzt haben wir scheinbar eine Tankstelle gefunden hier. In Kloster Mansfeld sind wir, glaube ich. Und ja, hier werden wir jetzt mal hinten die Luft wieder auffüllen. Ich bin ja mal gespannt, wie viel Luft da noch drauf war. Ja, 2 war noch drauf. Ich hatte vorher 4,3, glaube ich, drauf. Also haben wir doch schon ganz schön gut runtergelassen. Wenn wir noch weiter runtergelassen hätten, dann wären wir wahrscheinlich ja nicht mehr bis hierher gekommen. Na, aber gut, jetzt werden wir Luft aufpumpen und dann geht's nach Hause.